Warum ist der Betriebsarzt kein Auftragsverarbeiter? Dieser Frage gehen wir in diesem Video auf den Grund. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Plesnik von Datenschutz ist Pflicht und ich freue mich, dass du bei diesem Video dabei bist. Heute möchten wir die Frage erörtern, warum ist der Betriebsarzt kein Auftragsverarbeiter? Beziehungsweise in welchem Fall ist er das? Die Antwort ist, er ist kein Auftragsverarbeiter. Der Grund dafür ist, der Betriebsarzt kommt normalerweise in ein Unternehmen und behandelt dort die Mitarbeiter vor Ort. Das bedeutet, er ist alleinig für die Datenerhebung und Verarbeitung zuständig. In diesem Szenario ist auch er der einzig Zugriffsberechtigte aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht, was als berufliche Regelung Grundvoraussetzung für seine Tätigkeit ist. Wenn wir aber den Sonderfall nehmen, der Betriebsarzt behandelt die Mitarbeiter in seiner eigenen Praxis und du als Unternehmer übermittelst Mitarbeiterdaten an den Betriebsarzt, dann sollte hierfür auf jeden Fall eine Einwilligung der einzelnen Mitarbeiter vorliegen, in der klar beschrieben wird, zu welchem Zweck die Daten übertragen werden, welche Art von Daten übertragen werden und natürlich in welchem Maße die Personen betroffen sind. In diesem Falle könnte auch ein Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung geschlossen werden. Es ist aber nicht notwendig. Also festzuhalten ist, kommt der Betriebsarzt in dein Unternehmen, dann nicht notwendig. Der Betriebsarzt hat seine Schweigepflicht und damit ist alles geregelt. Im anderen Fall, Daten werden an die Praxis übermittelt und der Betriebsarzt behandelt die Leute vor Ort in seiner eigenen Praxis. Dann wäre es am besten, Einwilligungen der Mitarbeiter einzuholen oder einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abzuschließen. Ich hoffe, das hat dir geholfen, diese Frage korrekt für dich selbst zu erörtern und zu beantworten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn du uns eine Gefällt-mir-Angabe dalässt, diesen Kanal abonnierst, damit du in Zukunft keine weiteren Fragen verpasst und natürlich das Video in deinen sozialen Netzwerken mit deinen Freunden und Bekannten teilst, die unter Umständen dieselbe Frage hatten. Außerdem freuen wir uns immer über neue Fragen, die wir beantworten dürfen. Und deswegen, wenn auch du eine Frage zum Datenschutz hast, dann schreib sie doch einfach unten in die Kommentare und wir bemühen uns, sie in einem zukünftigen Video zu beantworten. Mein Name ist Stefan Plesnik von Datenschutz ist Pflicht und ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, um dieses Video anzuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.